Our community of the Schönstatt Sisters of Mary was founded to inspire and serve the Schönstatt movement so that it may bear rich fruit. This is the mission of every sister, whatever her specific task may be. Many sisters work directly in the service of the movement. Das bedeutet ganz konkret für die Gemeinschaften der Schönstattbewegung. Das sind die Familien, Frauen, Mütter, Jugendliche. Wir sind da für die Pilger, die hierher zu unserem Ursprungsort nach Schönstatt kommen oder zu den vielen Schönstattzentren, die es in Deutschland und weltweit gibt. Como mujeres tenemos una responsabilidad y una misión especial en la formación de la mujer y de la joven. Nuestra tarea consiste en ayudarlas a que ellas puedan descubrir su esencia femenina, a valorarse según su propia originalidad y también a regalarse a partir desde esa riqueza personal que tienen. Mit Mädchen und jungen Frauen zu arbeiten von 9 bis 25 Jahren, die jungen Frauen bis 30 Jahre. Wir haben ganz viele verschiedene Treffen, Veranstaltungen über eine Woche hinweg, ein Wochenende oder auch Tagesveranstaltungen, wo wir in einer großen Gemeinschaft den Glauben leben und den Mädchen helfen wollen, dass sie den Gott der Liebe entdecken, dass sie die Gottesmutter lieben lernen, die sie in ihrem Leben begleitet. Abo bigemerero barakora ubutumwa butandukanye mu gufasha abagowe, mu kuramutsa abari mu bitaro, mu kugendera abapfunzwe, mu kugerageza kurihira amashure nk'abana basanga batavyo bashoboye, barakorera ubutumwa kugira ngo berekane byo kuri ko muri Ekleziya no muri Schönstatt bashaka kwitanga n'umutima wabo wose. Es ist eine wunderbare Aufgabe, mit der Schönstatt-Jugend zu arbeiten, weil da so viel Begeisterung, so viel Elan ist. Sie haben immer tolle Ideen und hohe Ziele und eine innere Kraft, wirklich auch umzusetzen, was sie sich vornehmen. Und das steckt einen selber sehr an. Unser Anliegen bei der Arbeit mit Ehepaaren und Familien ist, die Kompetenz der Ehepaare im Bereich Beziehung und Erziehung zu stärken, aber sozusagen das Mehr, das Besondere, das wir von unserer Schönstattbewegung als Ausrüstung für den Ehealltag mitgeben können, ist das Liebesbündnis. Das Liebesbündnis mit der Gottesmutter, das zum Lebensstil werden soll. Für mich persönlich ist es eine große Freude, wenn ich erleben kann, wie das Liebesbündnis Menschen, Ehepaaren weiterhilft und plötzlich wie zu einer Lichtquelle oder zu einem Kraftzentrum wird, das das ganze Leben erneuert und bereichert. To serve the Schönstatt movement means to lead people to the Mother Thrice Admirable, Queen and Victress of Schönstatt, to the covenant of love with her and to her shrine of grace. Sino kubagira kandi kuvuga ingene baringaniza ingendo nyeranda kugira ngo bafashe imitima ugasanga abantu bava hirya no hino baza kwituriye umubyeyi bakava mu mihingo yose y'igihugu. Ale Matka Boża z tego sanktuarium jako królowa wierności wypełnia bardzo ważną misję w dzisiejszym świecie. Pociąga wiele ludzi, nie tylko małżeństw, nie tylko rodzin, ale wiele młodych serc szlachetnych do tego, aby pełnić swoją misję i ukazywać piękno wierności w dzisiejszym świecie. Through the Pilgrim Mother, the graces of the Schönstatt Shrine reach into homes, offices, schools, prisons and hospitals. A campanha da Mãe Peregrina cumpre uma profecia do nosso pai fundador, né? Que ele disse: levem a Mãe de Deus aos lares e eles se tornarão Terra Santa Mariana. E para nós é uma alegria muito grande ver quantas vivências as famílias têm com a visita da Mãe Peregrina em seus lares. A gente percebe muita graça da transformação, muitas famílias que retornam realmente à fé católica e como as pessoas têm amor a esta imagem. Maria macht sich vom Heiligtum auf zu den Menschen, ihnen Christus, den Segen Gottes in die Häuser zu bringen, sie aufzuschließen für Gott.
En mis años de trabajo, con distintas ramas del movimiento y con distintas edades, he podido experimentar que Schoenstatt es una respuesta para el corazón del hombre, para lo que cada uno busca y anhela encontrar. Porque Schoenstatt, porque la Mater, desde su santuario, acoge entera la realidad de cada uno de sus hijos. Nos conduce hacia Dios y nos hace descubrir lo mejor de nosotros mismos para regalarlo a los demás. Y es así como cada persona que entra en contacto con Schoenstatt puede construir el reino de Dios aquí en la tierra.